Hey Leute, hier ist David aus Australien, wie geht's euch? So, heute von mir auch. Es ist ja ein australischer Channel oder ein Channel, ein YouTube-Channel über Australien. Und da darf natürlich eins nicht fehlen, und zwar ein Video über Vegemite. Okay, was ist das? Das ist ein Brotaufstrich. Und was ist das Besondere daran? Schmeckt total scheiße. Aber die Australier schwören drauf. Okay, wenn man dran riecht, dann riecht es wie Brühwürfel. Und es liegt daran, dass das hier Hefeextrakt drin ist, Hefe- und Malzextrakte. Okay, was ist daran so toll? Es ist sehr reich an Vitamin B, an Vitamin B1, B2, B3 und an Folsäure. Und auch an, ja, was Vitamin B9, glaube ich, ist. Ja. Okay, das steht zum Beispiel drauf hier, dass 5 Gramm, und das ist jetzt wirklich nicht viel, vielleicht eine Fingerspitze voll, beinhaltet 50% der täglichen Einnahmeempfehlung für normale Menschen, was immer das heißt, sind 50% enthalten von Vitamin B1 und B9 und 25% von Vitamin B2 und B3. Also man deckt tatsächlich den Vitamin B-Bereich ganz gut ab, wenn man das Zeug regelmäßig isst. Okay, ich selber habe es am Anfang ja relativ häufig gegessen, nie so ein Glas wirklich alle gemacht, weil man es wirklich nur ganz, ganz wenig benutzt, und ich zeige euch mal, wie man das macht. Okay, also man nimmt sich was, vielleicht so viel, ja. So, die Fingerspitze drauf, auf die Messerspitze drauf, Scheibe Brot, und dann wird es wirklich ganz, ganz dünn gestrichen, ungefähr so. Und dann isst man das, und als erstes merkt man, dass es extrem salzig ist. Oh, fuck, ist so salzig. Und dann ist dieser komische, ja, Geschmack, Brühwürfelgeschmack im Hintergrund. Das ist für mich nicht wirklich störend. Aber es ist nicht so, dass man das als Süßigkeit isst. Definitiv nicht. Ich mag es gerne mit einer Scheibe Käse drüber. Aber man kann es natürlich auch so essen. Nur davon hat man jetzt natürlich nicht genug. Ein bisschen Fett und Eiweiß, ne? Das hier natürlich nicht drin enthalten. Also es ist wirklich nur so ein Aufstrich. Nur, ja, kein Hauptnahrungsmittel. Definitiv nicht. Okay. Meinen Salzbedarf habe ich definitiv heute gedeckt. Holy crap. Okay. Probiert es aus. Kauft es, wenn es kauft, in kleinen Formen. Wenn ihr vielleicht am Anfang im Hostel seid oder Hotel seid, dann gibt es auch so kleine, so, ja, kennt ihr diese kleinen Packungen, die ihr auch im Flugzeug seht. Und probiert es einfach mal aus. Ja, sollte man wahrscheinlich mal gegessen haben, wenn man in Australien ist. Mein Favorite ist es nicht. Aber jeder so, wie er es mag. Okay, das war jetzt mein obligatorisches Thema oder Video zum Thema Vegemite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich wissen, wenn ihr noch mehr von diesen Videos haben wollt. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Also, bis später.